Da hat jemand sein Telefon verloren und wir haben es gefunden. Stellt sich nur die Frage, wer und ob wir vielleicht über das Telefon selber herausfinden können, wer der Besitzer ist. Eventuell können wir ihm vielleicht sogar sein Telefon zurückgeben. Aber es sind auf jeden Fall Nachrichten auf dem Telefon, wie wir hier gerade sehen. 4 neue Nachrichten von Papa. Okay, dann schauen wir uns das erstmal an. Von Papa, 4 neue Nachrichten. Wie ist denn das hier sortiert? Okay, 9.59 Uhr, 9.34 Uhr, dann ist das die neueste hier. Wir machen uns wirklich viele Sorgen. Bitte sag uns, dass alles in Ordnung ist. Deine Mutter will die Polizei verständigen, Papa. Okay, wo bist du hin, Papa? Samuel, wo bist du, Papa? Wo bist du? Alle suchen dich. Da hat er noch ein Smiley dran gehängt. Es ist vom 31.01. 8.15 Uhr. Ach so, abends. Okay, 20.15 Uhr. Hier ist eine Nachricht von morgens. Danke, Papa. Ach hier, alles Gute zum 18. Geburtstag, Sohnemann. Du bist zu einem jungen Mann geworden, auf den ich sehr stolz bin. Heute Abend feiern wir dich gebührend. Mach dich auf eine große Überraschung gefasst. Okay, also der 31.01.2016 und Samuel, ein junger Mann, feiert seinen 18. Geburtstag. Okay, was haben wir hier? Hör auf. Es kommt uns schon länger so vor, als beachtest du Mädchen sehr wenig, aber wir dachten, in Melissa wärst du wirklich verliebt. Wir fanden immer, dass ihr ausgezeichnet zusammenpasst. Was ist passiert? Ich will darüber echt nicht sprechen. Das verstehe ich nicht. Sie ist das perfekte Mädchen für einen jungen Mann wie dich. Deine Mutter und ich finden sie sehr nett, sehr höflich und sehr hübsch. Sie hat all die Qualitäten, die ein Mann sich an einer Frau wünschen kann. Aha. Okay, wie weit geht denn das hier hoch? Vielleicht sollten wir da von oben anfangen. Oh ja, ich habe eine neue Nummer. Hier ist sie. Viele Grüße, Sam. Okay, das schauen wir uns dann gleich nochmal an. Ah, hier sind die Nachrichten. Okay, ja, von Papa 34 Nachrichten. Sophie Brettspiele, 9 Nachrichten. Onkel Raymond. Salem Schule. Aha, Miriam, Onkel Hugo. Tim Nonnenmacher, okay. Tante Estelle, also hier haben ja einige geschrieben, okay. Jetzt gehen wir erstmal wieder nach vorne und schauen uns hier mal die Apps an. Hier haben wir die Musik, die wir gerade hören. Die mache ich gerade mal ein bisschen leiser. Das ist sehr cool. Ich finde das Musikstück gerade richtig schön hier. Lass mich mal gucken. Okay, hier können wir Shuffle einstellen. Okay, was haben wir hier? Ach, guckt mal. Das ist ja nice. Was haben wir hier noch? Forgotten Phone. Ah, jetzt, okay. Let them kiss, was ist das? Country. Dum, 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 dum. Okay, das ist auch cool. Ich glaube, das haben wir eben gehört, ne? The Cocoon. Okay. Das machen wir noch mal ein bisschen leiser. One Last Song. Can you hear me? Okay, das ist sehr leise, ne? Gitarre, okay. Auf jeden Fall ist hier schon mal coole Musik drauf. Ist voll gut gemacht hier, ne? Wie auf dem richtigen Smartphone. Aber okay, ist ja auch ein richtiges Smartphone. Aber das finde ich richtig schön hier, das Lied.
Okay, also wir haben hier Musik, dann haben wir hier was? Lovebirds, Verbindung, Something, Something else. Okay. Offline, Lodge nicht verfügbar. Ach so, okay, wir haben kein Netz, öffentliches WLAN. Melran gesichert, außer Reichweite. Okay, wir haben kein Netz. Das ist schlecht. Können wir uns hier auch noch irgendwas angucken? Nein, okay. Wir haben einen Taschenrechner. Okay, 5 mal 2. Okay, funktioniert. Das ist die Hauptsache. Dann haben wir den Browser. Ja, der hat natürlich auch keine Internetverbindung. Kann ich hier irgendwie aber trotzdem Verlauf oder so sehen? Nee, kann ich nicht. Okay. E-Mails, Galerie. Ah, guck mal, Fotos haben wir hier drauf. Aufgenommen am 13.12. Okay, vor über einem Monat. Okay, ach, okay. Ach, guck mal. Motorrad? Aber zu welchem Anlass? Als Geschenk verpackt? Am 13.12. war ja noch nicht Weihnachten. Geburtstag hatte er ja auch nicht. Okay, hier sind. Ach, da ist noch was. Das kann ich aber jetzt irgendwie nicht erkennen. Aha, okay. Oh, da haben wir noch mehr. Das Bild hatten wir doch gerade schon, ne? Okay. Und ein Kerl. Das war jetzt das hier, oder nicht? Okay. Bleistiftzeichnung. Was ist das? Eine Frau? Ein Mann? Ein Taucher? Okay, was haben wir hier? Oh, der 18. Geburtstag. Ach, guck mal. Aufgenommen am 31.01. Okay. Ach so, dann war das doch das Geschenk zum Geburtstag. Aufgenommen 31.01. Aha. Ja, okay, das war jetzt das hier. Na gut, dann haben wir hier ein paar Bilder. Ja, das Wetter, klar, braucht eine Internetverbindung. Deine Städte. Heliopol, Laurand, Aurapolis, Dynatown, Kuvonia, Santa Rafaela. Aha. Postleitzahlen. Okay, aber das hilft mir ohne Internet wahrscheinlich nicht so viel. Na gut. Kalender. Kann man hier auch was eintragen? Dezember. Hier sind doch Sachen unterstrichen. Leseklub. Ach, guckt mal. Da hat sich besagter Sam hier sogar Notizen gemacht. Aha. Ringo füttern, Kino mit Melissa. Okay. Mathe-Klausur. Leseklub. Brettspiele-Treff. Aha. Also er war beim Brettspielen, okay, vielleicht sowas wie AD&D oder so. Kennt eine Melissa? Das ist ja interessant hier. Neujahr mit Melissa. Januar, was steht denn hier? Ja, mein 18. Geburtstag, okay. Kino mit Alice, Theo anrufen. Okay, da können wir nochmal in Ruhe gucken. Was haben wir hier bei den Einstellungen? Ich glaube, das ist für mich, oder? Hier WLAN, Sound, Soundeffekte, Daten löschen werde ich nicht machen. Dann ist nämlich alles weg, was wir bis jetzt gemacht haben, obwohl wir noch gar nichts rausgefunden haben. Okay, dann müssen wir wohl erstmal in die Nachrichten. Oder Moment, E-Mails. Ja, Posteingang, keine Internetverbindung. Aber das macht ja nichts. Wir müssten doch trotzdem. Hat er das nicht auf dem. Nee, anscheinend ist hier nichts auf dem Handy gespeichert. Okay. Ja, dann bräuchten wir Internet auf jeden Fall. Gut, tja, dann wollen wir mal durch die Nachrichten. Fangen wir hier beim Papa nochmal an, von oben.
damit wir einen Anfang haben. So, ich habe eine neue Nummer. Hier ist sie. Viele Grüße. Warum schickst du mir Nachrichten aus deinem Zimmer? Okay. Ich wollte, dass alle meine Kontakte meine neue Nummer haben. Die Nachricht ging nicht bloß an dich. Warum antwortest du mir aus deinem Zimmer? Machst du Witze? Wäre ich? Niemals. Papa. Okay. Alles Gute zum Geburtstag. Papa. Ach so, da hat der Papa Geburtstag am 21.12. Okay, danke. Mama möchte wissen, ob Melissa heute ab zum Essen kommt. Nein, wir verstehen uns in letzter Zeit nicht mehr so gut. Aha. Also Melissa ist eine Freundin auf jeden Fall, okay. Oder das haben wir ja vorhin schon irgendwie gelesen. Melissa könnte seine richtige Freundin vielleicht sein oder eben auch nicht. Stark bleiben, Sohnemann. Frauen sind manchmal kompliziert. Deine Mutter ist mir bis zum heutigen Tag ein Rätsel. Auch Männer haben ihre komplexen Seiten. Ja, das stimmt wohl. Du bist ein anständiger junger Mann und Melissa ist ein gutes Mädchen. Sie kommt bald zu dir zurück, wirst schon sehen. Ich komme nicht mehr in meine E-Mails rein. Du musst mir helfen, wenn du zurückkommst. Ah, da hat der Papa Probleme gehabt, okay. Mama möchte wissen, ob Melissa ihr das Rezept für den Schokokuchen geben kann, den sie zu meinem Geburtstag gebacken hat. Okay. Mama sagt, ich soll dich daran erinnern, dass du heute einen Zahnarzttermin hast. Es war am 22. Hast du meine Nachricht bekommen? Warst du beim Zahnarzt? Warum antwortest du nicht? Ja, ich habe die Nachricht bekommen, war im Unterricht, sorry. Ja, also er antwortet sehr spärlich hier, ne? Der Sam. Papa schreibt hier ganz fleißig und von Sam kommt hier nicht so viel. Mama hat ja für morgen um 10 Uhr einen Termin beim Friseur gemacht, okay? Ich habe euch doch schon 100 Mal gesagt, dass ich mir die Haare nicht schneiden will. Ja, musst du ja nicht. Kannst ja dem Friseur überlassen. Du könntest dir ein bisschen mehr Mühe geben. Deine Mutter würde sich freuen. 29. Ich kaufe gerade für morgen Abend ein. Zu wie viel sind wir? Kommt Melissa? Nein, Melissa kommt nicht. Das verstehe ich nicht. Sie ist das perfekte Mädchen für dich. Das hatten wir vorhin schon, ne? Deine Mutter und ich finden sie nett und hübsch und höflich und überhaupt Qualitäten. Aber er will darüber nicht sprechen. Das war am 30. Es kommt uns schon länger so vor, als beachtest du Mädchen sehr wenig. Okay. Hör auf. Okay, da wird er jetzt ein bisschen sauer, ne? Er will gar nicht drüber reden. So, und dann kommt der Geburtstag am 31. Junger Mann, stolz auf dich. Heute Abend feiern wir gebührend. Danke, Papa, am 31. Aber heute ist der 31. Heißt das, besagter Sam hat sein Handy an seinem Geburtstag verloren, sehe ich das richtig? Wo bist du? Alle suchen dich. Also morgens kam dann die letzte Meldung oder wie von ihm, um 10:30. Samuel, wo bist du? Wo bist du hin? Wir machen uns Sorgen. Polizei verständigen. Das war dann um 10 Uhr. Er hat sich den ganzen Tag nicht mehr gemeldet. Dann hat er irgendwann ab 10:30 sein Handy vielleicht verloren. Kann ich anrufen? Oh, kein Guthaben. Oh Mann. Was bist du für ein armer Junge? Kein Internet, kein Guthaben. Okay, dann gucken wir mal, was die Sophie hier hat. Da fangen wir auch von oben an. So, ich habe eine neue Nummer. Hier ist sie. Bist du noch im Treff? Ich habe meinen Regenschirm da liegen lassen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufs Datum gucken, aber das war noch 2015. Ich bin schon weg, aber Alice müsste noch dort sein. Ich frage sie. Sie hat ihn mitgenommen, danke. Cool, kein Problem. Komisch, dass ihr nicht zur gleichen Zeit gegangen seid. Ich dachte, das würdet ihr immer machen. Ihr seid ja echt unzertrennlich. Sie ist meine beste Freundin. Warte, wer jetzt? Alice. Alice ist seine beste Freundin, also nicht Melissa, oder wie? Okay. Alles Gute zum Geburtstag. Sam, ich hoffe, der Kuchen schmeckt und du bekommst viele Geschenke. Ich habe gerade nur geguckt wegen dem Datum. Das war am 13.12. und das war am 31.01. Die beiden schreiben mir aber auch nicht so oft, ne? Sophie, okay, gratuliert zum Geburtstag. Onkel Raymond, 12 Nachrichten.
So, ich habe eine neue Nummer. Hier ist sie. Neues Telefon, der Hammer. Was für eins? War es teuer? Wie viel hast du deinem Vater aus der Tasche gezogen? Ich hoffe, er hat dir ein super cooles gekauft. Nee, besonders teuer war es nicht, aber das brauche ich auch gar nicht. Außerdem steht Weihnachten vor der Tür und mein Geburtstag. Papa hat mir das schönste Geschenk aller Zeiten versprochen. Keine Ahnung, was er plant. Yes, macht er schon Andeutungen? Ich habe da so eine Ahnung. Hahaha. Leider kann ich es dir nicht verraten. Nur so viel. Nix für kleine Mädchen. Hahaha. Frohes neues Jahr 2016 von Ray. Na, mein Großer, am Wochenende sehen wir uns und an dem da drauf auch. Yeah. Ach so, das war dann schon wieder kurz vorm Geburtstag. Okay. Hi, Onkel Ray. Theo hat's mir schon gesagt. Bis bald. Theo ist ein Schwachmat und weiß das WLAN-Passwort von Merle nicht. Wir brauchen Internet. Ach, warte mal hier. Wir brauchen Internet. Warte mal, wer? Theo, okay. Ich habe es ihm zugeschickt. Ahaha, danke. Wir sind fast da. Sei ein lieber Junge und sag deiner Mama Bescheid. Du bist 18. Party, Party, Party. See you later. Oh Mann. Ach so, und was? Kuchen, Kuchen, Kuchen. Das war aber auch jetzt schon Viertel vor 7 abends. Hat er auch schon nicht mehr dann drauf geantwortet, ne? Okay, warte mal. Also, das war Onkel Raymond. Hier haben wir die Schule. Was haben wir hier? So eine neue Nummer. Ich habe heute die Hälfte von Englisch verpasst. Kann ich am Montag deine Aufschriebe ausleihen? Salim. Ach, der heißt nicht mit Nachnamen Schule, ne? Das ist Salem aus der Schule wahrscheinlich. Das verwirrt mich ein bisschen hier, aber okay, jeder speichert ja seine Kontakte anders. Klar, hast eh noch was gut bei mir. Ich mach dir bis Montag eine Kopie, no problem. Du bist schon 18, Alter, echt unfair. Und ich muss noch 10 Monate warten. Happy Birthday. Okay. Miriam. Oh, mit Miriam schreibt er auch ein bisschen mehr anscheinend. So, eine neue Nummer, hier ist sie. Noah hat mir gesagt, du interessierst dich für Videospiele. Was? Ihn interessieren Videospiele? Nein, ihn interessieren Videospiele. Achso. Ja, bei ihm grenzt das schon an Obsession, aber er meinte, er hätte neulich mit dir darüber geredet. Ich wollte dich fragen, ob du Lust hättest auf ein Experiment. Was für ein Experiment? Weißt du, was ein Game Jam ist? Du meinst, wo man sich mit anderen trifft, um zusammen zu spielen oder sowas in der Art? Fast. Bei einem Game Jam treffen sich Leute und versuchen in nur ganz kurzer Zeit eine Idee für ein Spiel zu designen und entwickeln. Es geht um Spaß und Kreativität. Das ist eigentlich immer interessant. Und man trifft meistens coole Leute und lernt eine Menge. Das klingt spaßig, aber ein Spiel entwickeln, das kann ich doch gar nicht. Was? Nee, da kann ich doch gar nichts beitragen. Okay. Doch, klar, Musik. Noah meint, du wärst super talentiert. Echt? Da kommen auch Musiker? Klar, Musik und Sound sind total wichtig für Games. Ja, da hat sie recht, ne? Und es ist gar nicht so leicht, in der Kürze der Zeit etwas auf die Beine zu stellen. Aber es macht jedes Mal einen Riesenspaß. Und wenn das Spiel gut wird, wer weiß, was daraus alles werden kann. Aber auch so ist es total schön, neue Erfahrungen zu machen, neue Leute kennenzulernen. Und du könntest uns bestimmt was total Geniales auf der Harfe komponieren. Aha. Okay, also Sam spielt anscheinend Harfe. Ja gut, warum nicht, ne? Ich spiele zwar Harfe, aber ich komponiere viel lieber für andere Instrumente. Aha, dann spielt er wahrscheinlich noch mehr. Das liegt ganz bei dir. Also bist du dabei? Ich weiß nicht, vielleicht. Wann trefft ihr euch? Game Jam gibt es ziemlich oft, aber der beste ist am letzten Wochenende im Januar. Also kommst du? Sag ja. Aber an dem Sonntag habe ich Geburtstag. Oh, das wusste ich nicht. Ja, tut mir leid. Macht nichts. Es gibt noch viele andere Gelegenheiten. Ich behalte das im Hinterkopf. Danke, dass du an mich gedacht hast. Ja, einen guten Musiker können wir immer gebrauchen. Ich habe deinen Geburtstag nicht vergessen. Happy Birthday von Game Jam Wochenende. Hier ist es fast soweit und wir stellen bald unser Spiel vor. Aha.